Die einen schienen noch auf Rang 4 so hoch hinaus, wie es eben geht. Das wollen die Iserlohn Roosters, die ja schon in den Playoffs. Aber für das Team von Pat Cortina ist diese Partie hochbrisant. Schwenningen schnuppert am letzten Playoff-Platz, hat ihn aber noch nicht sicher. Ein Sieg am Seilersee und man wäre drin. 4 Minuten gespielt, die erste Chance und das erste Tor. Bei Überzahl Iserlohn gelingt den Schwarzwäldern die Führung. Höflin auf Würle, sein 7. Saisontor, auch weil Schmidt in der Mitte da nicht richtig disponiert ist, da mit dem Abpraller. Und schon ist es passiert. Die Roosters dann mal in der 18. Spielminute am Mittwoch noch 3:1 gegen Köln erfolgreich. Aus dieser Situation entwickelt sich der Torschuss von Larsson, Dustin Strahlmeier. Und dann kommt Turnbull gegen den Torwart der Schwenninger Wild Wings und daraus entwickelt sich dann ein Handgemenge. Also viele Emotionen in dieser Partie, aber hier noch einmal Bittner schiebt auch Turnbull auf Dustin Strahlmeier drauf und der lässt sich das natürlich nicht gefallen. Das zweite Drittel und das begann mit einem Angriff der Iserlohner ganz im Blau. Von Sachsen auf Schmitz und er sieht in der Rundung Blaine Down und der Kanadier zieht dann einfach mal aus Tor, ausgleicht. Aber was für ein Treffer in der 23. Minute, sein 10. Saisontor. Da kann sein Sohn Caden noch was lernen vom Papa, auch weil Strahlmeier nicht damit gerechnet hat, dass er hier über seine Schulter geht. 1 Minute später, Schwenningen drückte und suchte die passende Antwort und wie geballt vor dem Tor mit Kraft und Leidenschaft. Iserlohn kann nicht klären. Timonen gewinnt die Scheibe, bringt sie aufs Tor und dann Acton im Nachsetzen. Erneute Führung, der Kapitän, sein 18. Saisontor. 6 Spiele lang hat er nicht getroffen. Aber jetzt ist er zur Stelle. 22 Sekunden später wieder die Gäste. Gigliatti auf Pokola und der stolpert. Und irgendwie kommt die Scheibe wieder zu Gigliatti. 3:1. Stefano Gigliatti, sein 14. Saisontor, ein ganz wichtiges noch dazu zu diesem Zeitpunkt. Nochmal der Stolperer, Darm im Tor, der Iserlohner orientierungslos. Kurz darauf will der Hausherren um Struktur bemüht, aber nicht wirklich zwingend. Weidner auf Larsson und dann aus dem Handgelenk wieder dran, nur noch 2:3, ein Verteidiger. Bringt Hoffnung, das 5. Saisontor des Schweden. 8 Minuten vor Ende des 2. Drittels wird es richtig hässlich. Pannencheck von Down gegen Dominik Bittner. Von hinten voll auf den Mann. Der hat keine Chance, sich darauf vorzubereiten. 5 Minuten plus Spieldauer, die logische Konsequenz. Der Hahn rastet aus hinter der Bande und Dominik Bittner ging es dann richtig schlecht. Wurde rausgenommen, kam auch nicht mehr weiter. Aber Schwenningen konnte diese 5-minütige Überzahl nicht nutzen. Aber kurz darauf, Iserlohn komplett und daraus schlagen die Gäste dann kapital. Mirko Höflin alleine über rechts. Martinovic greift nicht an. Kurz und trocken, 4:2, das letzte Drittel vom Bulli weg. 45. Minute, Chance für Wörle mit der Rückhand, da pariert Rob Daum, der Professor, der Trainer der Roosters, nicht wirklich zufrieden. Iserlohn mühte sich, Scheibe laufen lassen. Florek, Heidner im Nachsetzen. Hier Weidner. Und hier haben wir ihn. 2 Minuten kriegt er für dieses Foul. Überzahl Schwenningen. Sehr zum Unmut der zahlreichen Zuschauer. Ausverkauftes Haus am Seilersee. Und diese Einladung nahmen die Wild Wings an. Das schlechteste Powerplay der Liga. Eiskalt. Timonen. Höflin rüber zu Bender. Und dann 5:2, auch weil Pokola an der richtigen Stelle steht. Schwenningen
schafft am 51. Spieltag den Sprung in die Playoffs, auch weil Iserlohn zu keiner Zeit ins Spiel fand. Wir müssen uns echt selber die Köpfe einhauen, also so dürfen wir nicht auftreten. Wir spielen ja um alles, sind dabei, in die Top 6 ja, einzutreten und dann laufen wir da so übers Eis, ohne Emotionen. Einfach, es fehlt ja wieder von Anfang an die Einstellung, wie schon so oft dieses Jahr. Ich kann es nicht begreifen, einfach nur dumm, eigene Dummheit. Wir haben Vollgas nach vorne gegeben, haben die Schüsse hinten geblockt und ja, haben einfach als Mannschaft zusammengehalten und ein bisschen mehr gespielt, einfach ein bisschen mehr die Scheibe laufen lassen als gegen Mannheim. Da war es einfach unheimlich schwer, vorne reinzukommen und dann sind wir vorne drin und dann konnten wir nichts machen. Standen einfach gut und heute hat es halt einfach geklappt, die haben die Scheiben ins Tor reinbekommen. Nach 22 Jahren sind die Wild Wings wieder mittendrin im Geschehen. Damals schienen sie allerdings im Viertelfinale aus. Iserlohn hingegen muss sich steigern, wenn sie in den Playoffs noch was reißen wollen.